Herzlich willkommen bei Flohfunk TV2 in der Reihe Auf ein Wort zur weltweiten Corona-Pandemie 2020-21 und ein anderer Blick darauf. Thema heute: Problemfall PCR-Test, internationale Presse, New York Times vom 29. August 2020. Ja, es liegen so viele Sachen auf dem Tisch, da hat sich auch ein richtiger Stau gebildet, aber ich wollte auf diesen Beitrag hinweisen, auf diesen Artikel. Und da wundere ich mich auch, warum dieses Thema, nämlich Schwellenwert, CT-Wert, in der deutschen großen Presselandschaft und in den Medien so gut wie nicht vorkam, oder zumindest ist es mir entgangen. Also jedenfalls ist das Thema, wie hoch ist die Drehzahl, also der CT-Wert. Und das wird hier sehr schön in einem Beitrag erläutert. Und ich klemme da nochmal dran, einen Ausschnitt aus einer November-Ausgabe dieser Reihe. Da befasse ich mich auch ein bisschen mit dem PCR-Test und da kommen auch die Fachzeitschriften, Apothekerzeitschrift und so, eigentlich auch auf dieses Thema zu sprechen, aber wie gesagt, nie in der Frankfurter, nie in der Süddeutschen, nie in den großen Medien, Spiegel oder so. Naja, okay, wie mache ich es hier in dem Fall? Also ich habe den Beitrag, den Artikel genommen, leicht gekürzt, weil aus Aktualitätsgründen, das war im August, ist ja rausgekommen von Apoorva Mandavilli in der New York Times, und ich zeige den Text im Original, wie er da erschienen ist, und spreche dann den deutschen Text da drüber. Und dann legen wir mal los. Ihr Coronavirus-Test ist positiv. Vielleicht sollte er es nicht sein. Die üblichen diagnostischen Tests können einfach zu empfindlich und zu langsam sein, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Einige der führenden Gesundheitsexperten des Landes werfen in der endlosen Debatte über Coronavirus-Tests in den Vereinigten Staaten eine neue Frage auf. Die Standardtests diagnostizieren eine große Anzahl von Menschen, die möglicherweise relativ unbedeutende Mengen des Virus tragen. Die meisten dieser Menschen sind wahrscheinlich nicht ansteckend und ihre Identifizierung kann zu Engpässen führen, die verhindern, dass diejenigen, die ansteckend sind, rechtzeitig gefunden werden. Aber Forscher sagen, die Lösung ist, nicht weniger zu testen oder Menschen ohne Symptome zu überspringen. Stattdessen unterstreichen neue Daten die Notwendigkeit einer breiteren Verwendung von Schnelltests, auch wenn sie weniger sensibel sind. Der am weitesten verbreitete diagnostische Test für das neue Coronavirus, ein sogenannter PCR-Test, gibt eine einfache Ja-Nein-Antwort auf die Frage, ob ein Patient infiziert ist. Aber ähnliche PCR-Tests für andere Viren geben an, wie ansteckend ein infizierter Patient sein kann. Die Ergebnisse können eine grobe Schätzung der Menge des Virus im Körper des Patienten enthalten. Wir haben eine Art von Daten für alles verwendet und das ist nur Plus oder Minus, das ist alles, sagte Dr. Mina. Wir nutzen das für die klinische Diagnostik, für die öffentliche Gesundheit, für die politische Entscheidungsfindung. Aber ja, nein, ist nicht genug, fügte er hinzu. Es ist die Menge des Virus, die die nächsten Schritte des infizierten Patienten diktieren sollte. Ich denke, es ist wirklich unverantwortlich, auf die Erkenntnis zu verzichten, dass dies eine quantitative Frage ist, sagt Dr. Mina. Der PCR-Test verstärkt die genetische Materie des Virus in Zyklen. Je weniger Zyklen erforderlich sind, desto größer ist die Virusmenge oder Viruslast in der Stichprobe. Je größer die Viruslast, desto wahrscheinlicher ist es, dass der Patient ansteckend ist. Diese Anzahl von Amplifikationszyklen, die benötigt werden, um das Virus zu finden, der sogenannte CT-Wert, ist nie in den Ergebnissen enthalten, die an Ärzte und Coronavirus-Patienten gesendet werden, obwohl es ihnen sagen könnte, wie ansteckend sie sind. In drei Sätzen von Testdaten mit CT-Werten, die von Beamten in Massachusetts, New York und Nevada zusammengestellt wurden, trugen bis zu 90% der Menschen, die positiv getestet wurden, kaum ein Virus, wie eine Studie der Times ergab. Am Donnerstag registrierten die Vereinigten Staaten 45.604 neue Coronavirus-Fälle, wie aus einer Datenbank hervorgeht, die von der Times verwaltet wird. Wenn die Ansteckungsraten in Massachusetts und New York landesweit gelten würden,
Da müsste man vielleicht nur 4.500 dieser Menschen tatsächlich isolieren und sie der Kontaktverfolgung unterziehen. Eine Lösung wäre, den CT-Wert anzupassen, der jetzt verwendet wird, um zu entscheiden, ob ein Patient infiziert ist. In den meisten Tests wurde das Limit auf 40 festgelegt, einige auf 37. Das bedeutet, dass sie positiv sind, wenn der Testvorgang bis zu 40 Zyklen braucht oder 37, um das Virus zu erkennen. Tests mit so hohen Schwellenwerten können nicht nur aktive Viren, sondern auch genetische Fragmente erkennen, Reste von Infektionen, die kein besonderes Risiko darstellen, ähnlich wie ein Haar in einem Raum zu finden, lange nachdem eine Person gegangen ist, sagte Dr. Mina. Jeder Test mit einem Wert über 35 ist zu empfindlich, stimmte Juliet Morrison, Virologin an der University of California, Riverside, zu. Ich bin schockiert, dass die Leute denken, dass 40 einen Positivfall darstellen könnte. Ein vernünftigerer Schwellenwert wäre 30 bis 35, fügte sie hinzu. Dr. Mina sagte, er würde die Zahl auf 30 oder sogar weniger setzen. Dies würde bedeuten, dass die Menge an genetischem Material in der Probe eines Patienten das 100-fache bis das 1000-fache des aktuellen Standards betragen müsste, damit der Test ein positives Ergebnis zeigt, zumindest einen Wert, um darauf zu reagieren. So, und jetzt kommt der Text, und den lese ich ein bisschen langsamer vor, weil der hat's in sich, wie ich meine. Die Food and Drug Administration, sagen wir mal die Zentrale für Verbraucherschutz, die oberste in den USA, also die Food and Drug Administration erklärte in einer E-Mail, dass sie die CT-Werte, die verwendet werden, nicht festlegt, um zu bestimmen, wer positiv ist, und dass kommerzielle Hersteller und Laboratorien ihre eigenen setzen. Die oberste Gesundheitsbehörde, CDC, Center for Disease Control, erklärte, sie prüfe die Anwendung von CT-Werten für politische Entscheidungen. Sie erklärte, sie müsse mit der FDA und mit den Testherstellern zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die Maßnahmen richtig und mit der Gewissheit eingesetzt werden können, dass wir wissen, was sie bedeuten. Berechnungen des CDC besagen, dass es extrem schwierig ist, intakte Viren in einer Probe oberhalb eines Schwellenwertes von 33 Zyklen zu erkennen. Beamte einiger staatlicher Labors sagten, die CDC habe nicht verlangt, CT-Werte zu notieren oder sie den Meldebehörden mitzuteilen. Beispielsweise verwendet das State Lab in North Carolina den Thermo Fisher Coronavirus Test, der die Ergebnisse automatisch basierend auf einem Wert von 37 Zyklen klassifiziert. Eine Sprecherin des Labors sagte, die Tester hätten keinen Zugang zu den genauen Zahlen. Dies sei eine enorm verpasste Gelegenheit, mehr über die Krankheit zu erfahren, sagten einige Experten. Es ist für mich einfach nur Wahnsinn, dass die Leute die CT-Werte nicht aus all diesen Tests aufzeichnen, dass sie nur ein Positiv oder Negativ melden, sagte Angela Rasmussen, Virologin an der Columbia University in New York. Es wäre eine nützliche Information zu wissen, wenn jemand positiv ist, ob er eine hohe Viruslast oder eine niedrige Viruslast hat, fügte sie hinzu. Beamte des Wadsworth Center, New York State Lab, haben Zugriff auf CT-Werte aus Tests, die sie verarbeitet haben, und analysierten ihre Zahlen auf Anfrage der Times. Im
Juli identifizierte das Labor 872 positive Tests basierend auf einem Schwellenwert von 40 Zyklen. Bei einem Schnitt bei 35 würden etwa 43% dieser Tests nicht mehr als positiv gelten. Etwa 63% würden nicht mehr als positiv beurteilt werden, wenn die Zyklen auf 30 begrenzt würden. In Massachusetts wären 85-90% der Menschen, die im Juli mit einem CT-Wert von 40 getestet wurden, negativ, wenn der Wert 30 Zyklen betragen hätte, wie Dr. Mina sagte. Ich würde sagen, dass keiner dieser Menschen Kontakt verfolgt werden sollte, nicht einer, sagte er. Andere Experten, die über diese Zahlen informiert wurden, waren fassungslos. Ich bin schockiert, dass es so hoch sein könnte, der Anteil der Menschen mit so hohen CT-Werten, Wertergebnissen, sagte Dr. Ashiya, Direktor des Harvard Global Health Institute. Mann, wir müssen wirklich über diese Testerei nachdenken. Also ich wiederhole nochmal den Satz, wo mir der Atem stecken blieb. Die Food and Drug Administration erklärte in einer E-Mail, dass sie die CT-Werte, die verwendet werden, nicht festlegt, um zu bestimmen, wer positiv ist, und dass kommerzielle Hersteller und Laboratorien ihre eigenen setzen, ihre eigenen Werte. Die oberste Gesundheitsbehörde, Center for Disease Control, erklärte, sie prüfe die Anwendung von CT-Werten für politische Entscheidungen. Sie erklärte, sie müsse mit der FDA und mit den Testherstellern zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die Maßnahmen richtig und mit der Gewissheit eingesetzt werden können, dass wir wissen, was sie bedeuten. Ja, an der Stelle würde ich sagen, da könnte man ja nachgefragt haben, was sie denn wirklich bedeuten sollen. Aber wie gesagt, es ist ein Ausschnitt aus der New York Times. Leider habe ich Ähnliches hier in der deutschen Presselandschaft nicht gelesen. Immerhin gibt es diesen Artikel auch jetzt noch, natürlich der Referenz, der Link unten im Text. Ja, und dann noch, weil es gerade so richtig passt, aus meiner November-Ausgabe, da gibt es einen Abschnitt der PCR-Test, den klebe ich jetzt mal gleich an und dann sage ich an dieser Stelle schon mal Tschüss. Und das Robert-Koch-Institut gibt ja Hinweise aus zur Testung von Patienten auf Infektion mit neuartigem Virus, SARS-CoV-2 jetzt schon, und schreibt auch selber, direkte Erregernachweis durch PCR für eine labordiagnostische Untersuchung zur Klärung des Verdachts auf eine Infektion mit dem SARS-CoV-2 wurde PCR-Nachweissysteme entwickelt und validiert. Von wem? Sie gelten als Goldstandard für die Diagnostik. Gut. Und das Handelsblatt hat sich nochmal mit diesem Thema befasst, auch für Laien, gut verständlich, wie ich meine, im Oktober haben sie das gebracht. Und da werden PCR, Antigen und Antikörper gegenübergestellt und diskutiert. Zum PCR-Test schreibt der Autor Siegfried Hofmann, die in den 1980er Jahren entwickelte PCR-Methode basiert auf einem Verfahren, mit dem definierte Genabschnitte stark vermehrt werden können, der Polymerase-Ketten-Chain-Reaktion. Dazu wird eine Kopie des durchgesuchten DNA-Abschnitts, in diesem Fall eines Virus, zusammen mit verschiedenen Reagenzien in die aufbereitete Probe gegeben. Ist das Gegenstück des Genabschnitts vorhanden, wird dieser verdoppelt. Dieser Vorgang kann durch Erhitzen und anschließendes Abkühlen der Probe beliebig oft wiederholt werden, sodass sich der gesuchte Genabschnitt sehr stark vermehrt und schließlich mit Hilfe fluoreszierender Zusatzstoffe auch sichtbar gemacht werden kann. Die Methode erlaubt es, selbst sehr geringe Ausgangsmengen eines gesuchten Genabschnitts nachzuweisen, weshalb sich die PCR-Methode als Art Goldstandard der molekularen genbasierten Diagnostik etabliert hat. Die Zahl der Vermehrungszyklen, die nötig sind, bis die Sichtbarkeit erreicht wird,
der Cycle Threshold oder CT-Wert, kann dabei als Indikator für die Viruskonzentration in der Ausgangsprobe genutzt werden. Ein CT-Wert von mehr als 30 zum Beispiel gilt als Indiz für eine eher geringe Viruslast, ein Wert von 15 als Beleg für eine starke Infektion und hohe Virusbelastung. Nachteil: Das Verfahren ist teuer und zeitaufwendig. In dem Zusammenhang erwähnen Wissenschaftler gerne das bekannte Bild von dem Stück Würfelzucker, das man mit der PCR-Methode tatsächlich sogar im Bodensee nachweisen könnte. Sehr schön. Und die Deutsche Apothekerzeitung schrieb auch im Oktober, die hat sich auch mit dem CT-Wert auseinandergesetzt: Als Maß für die tatsächlich vorhandene Menge an Virus-RNA kann daher der beim PCR-Test ermittelte CT-Wert herangezogen werden. Dieser Wert, Cycle Threshold-Wert, gibt den Vermehrungszyklus der Polymerase-Kettenreaktion an, bei dem zuerst ein exponentieller Anstieg der Fluoreszenzsignals beobachtet werden kann. Er ist also ein Maß für die benötigten Schritte zur Vervielfältigung des viralen Erbguts. Dabei gilt: Je höher der gefundene CT-Wert ist, desto niedriger ist die ursprüngliche Viruskonzentration in der untersuchten Probe. CT-Werte von mehr als 30 gelten dabei als Hinweis auf eine niedrige, Werte von 35 auf eine sehr niedrige Viruskonzentration. Die ursprüngliche Virenmenge wiederum beeinflusst, wie ansteckend eine infizierte Person ist. Eine hohe Viruskonzentration im Nasenrachenraum sorgt im Normalfall auch für eine hohe Infektiosität. Bemerkung am Rande: In einer Ausgabe von Maybrit Illner im ZDF vor einigen Wochen wurde der Leiter des Frankfurter Gesundheitsamtes gefragt, wie sich das bei ihm mit den Tests verhält. Und er sagte: Alles, was über einen CT-Wert von 25 geht, ist im Prinzip wertlos, weil das sagt nichts mehr über die Virenlast aus. Also das ist dann so gut wie also das Gesundheitsamt Frankfurt 25 und alles darüber hinaus ist Fantasie. Weiter im Text, Deutsche Apothekerzeitung: Eine niedrige Konzentration an Coronavirus im Probenmaterial kann aus verschiedenen Gründen vorliegen. Einmal kann es sich tatsächlich um eine Infektion mit nur geringer Menge im Virus handeln. Die Infektion kann aber auch schon wieder am Abklingen sein. Dieser Fall tritt häufig bei Verlaufskontrollen von Patienten ein. Auch eine nicht optimale Entnahme der Probe kann dazu führen, dass nur eine geringe Menge an Virus nachgewiesen werden kann. In einem solchen Fall wird eine zweite Kontrolle empfohlen und letztendlich kann auch bei schwer kranken Patienten das Virus bereits vom Rachenbereich in die Lunge gewandert sein. Korreliert der CT-Wert mit der Ansteckungsfähigkeit? Grundsätzlich wird durch das PCR-Testverfahren nur die virale RNA nachgewiesen, nicht das intakte Virus. Ein positiver Nachweis auf SARS-CoV-2-RNA ist deshalb nicht unbedingt mit einer Infektiosität des Patienten gleichzusetzen, denn bei sehr kleiner Virenlast in der Probe ist eine Vermehrungsfähigkeit des Virus unwahrscheinlich. Das Robert-Koch-Institut weist allerdings darauf hin, dass der CT-Wert nur einen semi-quantitativen Messwert darstellt und von Labor zu Labor nicht unmittelbar verglichen werden kann. Das wäre nur möglich, wenn es einen Bezug auf einen exakt quantifizierbaren Standard gäbe. Und jetzt wird man natürlich hellhörig. Weiter geht's im Text. Der Virologe Christian Drosten schlägt daher vor, im Oktober die Geräte zur Durchführung des PCR-Reaktion auf eine bestimmte Virenmenge zu kalibrieren. Wenn es also möglich wäre, die ermittelten CT-Werte besser vergleichen zu können, wäre das zumindest eine Möglichkeit festzustellen, ob positiv getestete Personen auch tatsächlich noch ansteckend sind. Dies hätte dann unter anderem Einfluss auf die Länge der angeordneten Quarantäne. Bisher ist es allerdings so, dass die meisten Labore bei einem positiven PCR-Test den CT-Wert den Gesundheitsämtern ohnehin nicht mitteilen. Wie bitte? Kein standardisiertes Verfahren weltweit und auch hier nicht. Jedes Labor macht's anders. Keine Kontrollen, keine Überwachung. Wie bitte?
Der Verfasser der Goldstandard-Studie, Professor Drosten, meint mal so beiläufig, nach Hunderten von Millionen untersuchten PCR-Tests in den letzten 10 Monaten, man könne ja die Geräte zur Durchführung der PCR-Reaktion auf eine bestimmte Virenmenge kalibrieren. Wenn es also möglich wäre, die ermittelten CT-Werte besser vergleichen zu können, wäre das zumindest eine Möglichkeit festzustellen, ob positiv getestete Personen auch tatsächlich noch ansteckend sind. Dies hätte dann unter anderem Einfluss auf die Länge der angeordneten Quarantäne. Bisher ist es allerdings so, dass die meisten Labore bei einem positiven PCR-Test den CT-Wert den Gesundheitsämtern ohnehin nicht mitteilen. Geht's noch? Also, was passiert hier gerade? Durch welche unabhängige Behörde oder Institution und wann wurde der PCR-Test überhaupt mal für die Verwendung zu diagnostischen Zwecken validiert? So, das war's dann für heute. Vielen Dank und tschüss.